Servus mein Freund, mein Name ist Jens Heitzmann alias Kochschwabe und in meinen Videos, da gibt es grundsätzlich alltagstaugliche Koch- und Backrezepte, die saisonal, regional, günstig und vor allem sehr lecker sind. Und heute machen wir zusammen mal ein sogenanntes Kirschmichl. Das ist nichts anderes wie ein Ofenschlupfer, den du natürlich kennst, aber eben nicht mit Äpfel, sondern mit Kirsche. Und falls dich interessiert, wie einfach und schnell der zubereitet wird, dann bleib doch einfach kurz dran. Alle Mengenangaben sowie den Link zum Sketchrezept findest du wie immer in der Videobeschreibung. Deshalb würde ich vorschlagen, fangen wir direkt mit der Zubereitung an. Doch bevor wir mit dem Kirschmichl beginnen, machen wir uns erstmal eine richtig geile Vanillesoße. Dazu gebt man Milch und Zucker in den Topf, verrühre das Ganze, erhitze es leicht, gebe dann Vanilleextrakt hinzu, verrühre das dann auch nochmal und lasse alles aufkochen. Anschließend gebt man Eier in eine Rührschüssel und rühre diese schaumig. Und da sieht man auch schon, dass für so eine Vanillesoße eigentlich ziemlich wenig Zutaten nötig sind. Meistens denkt man dabei sofort an irgendeinen Tetra-Pack, aber wie ihr seht, gibt man jetzt einfach nur ein bisschen Speisestärke und Sahne dazu, verrührt das Ganze nochmal und das war dann auch schon die Zutaten. Eine richtig einfache Sache. Und echt fix zubereitet. Denn diese Masse, die gibt man jetzt in die aufgekochte Milch, lasst einfach alles nochmal miteinander aufkochen, sodass die Soße ein bisschen abbindet. Und voilà, keine 10 Minuten später haben wir eine richtig geile, richtig geniale Vanillesoße. Für den Kirschmichl heizen wir den Backofen erstmal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor, würfle dann altbackene Brötchen in ca. 1 cm große Würfel. Ich in dem Fall habe jetzt einfach extra Wäckchen dafür aufgebacken, weil ich einfach keine zu Hause hatte. Die Würfel gebt man dann in die Schüssel, überschüttet es mit lauwarmer Milch und verschließt die Schüssel, sodass das komplett durchziehen kann, während man dann mit der anderen Sache weitermacht. Jetzt gebt man Butter, Zucker und Vanillezucker in die Schüssel und rühre das schaumig. Die Kirsche haben wir in ein Sieb gegeben, damit sie abtropfen können. Anschließend trennen wir Eier und geben die Eigelbe zur Butter-Zucker-Mischung und das Eiweiß erstmal auf die Seite. Aber wenn euch das gleiche passiert wie mir, dass ihr zu blöd seid, Eier zu trennen, dann gebt sie doch einfach komplett rein. Das macht jetzt in dem Fall nicht so viel aus. Normalerweise würde man nämlich die Eiweiße steif schlagen und dann anschließend mit dieser Butter-Zucker-Eigelb-Mischung zusammen zurück zu den Brötchen geben. In meinem Fall gebt man jetzt einfach diese misslungene Mischung dazu. Anschließend geben wir die abgetropfte Kirsche hinzu und rühren sie vorsichtig unter. Da passen wir einfach ein bisschen auf, dass es nicht komplett matschig wird, die ganze Masse. Danach fetten wir Auflaufform aus. Dazu geben wir ein neutrales Öl oder zum Beispiel auch Butterschmalz in die Auflaufform, verstreichen es gleichmäßig und bestäuben das dann anschließend mit Paniermehl. Das wiederum gewährleistet einfach, dass der Kirschmichl beim Backen nicht so krass anhaftet. Das überschüssige Paniermehl kann dabei natürlich gern aufgefangen werden und wiederverwendet. Danach verteilen wir die Kirschmichelmasse gleichmäßig in den Auflaufformen und geben sie in den vorgeheizten Backofen für ca. 30 Minuten ungefähr. Et voilà, fertig ist eine richtig geniale Süßspeise. Ihr habt eure Reste verwendet, ihr habt keine Brötchen mehr übrig und eure Kinder sind glücklich. Falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wahnsinnig über den Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr von mir verpasst. Und aktiviere dabei unbedingt die Glocke, damit du sofort darüber informiert wirst, sobald ich irgendwas online stelle. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen und beim Schauen meiner weiteren Videos und sag einfach mal bis dann.